das ist richtig, richtig rot. Wenn du das isst, am Klo ist auch alles rot. Rote Rübe, oder? Wenn es ziemlich schmutzig, oder? Bio. Rote Beete. Rote Rübe. Rote Rübe. Rot. Rote Rübe. Rote Rübe, rote Beete. Da muss ich passen. Ach. Rote Rübe. Das ist die rote Rübe. Rote Rübe. Da haben wir mal Melanzani. Eine Melanzani. Eine Melanzani. Eine Aubergine. Melanzani. Und Melanzani. Eine Melanzani. Eine Aubergine. Melanzani. Eine Melanzani. Eine Melanzani, ja. Na, Erdäpfel. Ah, cool. Kartoffel. Kartoffel. Und Kartoffel. Kartoffeln. Eine Kartoffel. Kartoffeln. Eine Erdäpfel. Eine Kartoffel. Eine Kartoffel. Und Kartoffel. Eine Kartoffel. Brampuri. Sag mal danke, gell? Brampuri kann man zu den Erdäpfeln auch sagen. Das sagen sie aber mehr am Land. Brokkoli. Nein, das andere. Karfiol, Julien. Karfiol, sagt ihr dazu, oder? Einmal ein Karfiol. Ah, Blumenkohl. Na, ein Karfiol. Karfiol. Der Blumenkohl. Karfiol. Ein Karfiol. Eine Tomate. Eine Tomate. Tomaten. Oh, ja, das ist eine Tomate. Tomaten. Paradeiser. Tomaten. Eine Tomate. Ja. Eine Tomate. Paradeiser. Paradeiser. Sagen Sie nie Tomate? Bist du das, der was sagt, oder wer sagt das? Aber warum nicht Tomate? Ja, warum ich sag das seit meinem Leben. Was ist das? Rote Rüben. Was ist das? Melanzani. Was ist das? Paradeiser. Was ist das? Erdäpfel. Und das? Kaffeeol. Und jetzt kommt die eigentliche Frage, warum sagst du nicht Kartoffel? Weil ich in Österreich lebe und das ist aus Dialekt halt Erdäpfel heißt. Ich lebe ja in Wien, das heißt, es interessiert mich, das, was die Wiener sagen zum Beispiel. Wenn ich in Deutschland lebe, dann ist das was anderes.